Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop, Donnerstag, 1. Oktober 2018. Donnerstag ist ein Jupitertag und das färbt etwas für unseren heutigen Tag. Jupiter schenkt uns Möglichkeiten, Chancen, oft auch Glück. Jupiter vergrößert etwas, vermehrt etwas und vertritt die Gerechtigkeit. Oft erleben wir aber in unserem Leben als Ungerechtigkeit. Also das sind die wichtigen Themen im Hintergrund. Und welche Einflüsse haben wir noch von Sonne, Mond und Sterne? Heute steht Mond mit Jupiter in Verbindung, gerade in diesem Jupiter-Tag. Also die Themen sind Möglichkeiten, Chancen bewusst wahrnehmen. Bei Mondeinfluss sollen wir auch intuitiv handeln. Dann auch die rechtliche Lage kann auch eine Wichtigkeit sein. Bei Jupiter-Energie können wir etwas ausdehnen, vergrößern etwas. Oft ist es unserem Selbstbild, dass wir uns größer fühlen, weil Jupiter bedeutet auch die innere Sonne, diese Weisheit. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und das muss ich immer wieder betonen, die indische Astrologie berechnet die Horoskope anderes, als wir in westlichen Astrologie das kennen, weil die indische Astrologie berücksichtigt, so wie die Astronomen berücksichtigen auch, dass unser Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Also nach dieser Berechnung befindet sich Sonne im Jungfrau. Und wechselt gerade die Mondhaus. Was sind diese Mondhäuser? Das ist die Tagesbewegung des Mondes und das wird die 12 Tierkreiszeichen auf diesem Mondhäuser unterteilt. Und natürlich ein anderer Einfluss, gerade wenn dieser Wechsel da ist. Und Sonne wechselt den Mondhaus und die heutigen Mondhaus heißt Helligkeit, leuchtend, etwas sichtbar zu machen, passt auch sehr gut zu Sonne. Etwas klar und deutlich sehen, erkennen. Oder wir haben anderen Auftreten und plötzlich werden wir wahrgenommen, dieser Glanz ist auf einmal da. Und dieser Glanz haben die Jungfraugeborenen, die Stiergeborenen, die Steinbockgeborenen, die Krebsgeborenen und die Skorpiongeborenen. Einflüsse von außen wie ein Kompliment oder ein Lob bekommen die Löwegeborenen und die Waagegeborenen. Diese Glanz sollen bewusst wahrnehmen die Fischengeborenen und achten auf ihren Auftreten und genießen, dass sie auch wahrgenommen werden. Ein unsicheres Auftreten, das haben momentan die Wiedergeborenen und die Wassermanngeborenen. Und leider die Schützengeborenen und die Zwillingsgeborenen werden gerade übersehen oder sie erfahren die Wahrheit nicht. Etwas wird vor die verborgen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und dieser Mondhaus, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes, befindet sich in Mondhaus Vishaka und wirkt auf unserem heutigen Tag. Vishaka ist eine Feuergöttin und bei indischen Erzählungen heißt es so ähnlich wie etwas loslassen. Die bezeichnen das Verbrennen. Also das heißt mit anderen Worten, hinter uns lassen, dieser Loslassen-Prozess, dieser Reinigungsprozess verkörpert diese Feuergöttin Vishaka. Tagesthemen sind heute sehr wichtig wie Geld, Finanzen, Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Verträgen oder eine wichtige Nachricht, auch Liebe, Partnerschaft
und auch die rechtliche Lage sehr ausgeprägt heute. Diese Themen haben Vorteile, die Waagegeborenen, die Wassermanngeborenen, die Zwillingsgeborenen, die Schützengeborenen und die Löwegeborenen. Einflüsse von außen und ein Unterstützung bekommen die Skorpiongeborenen und die Jungfraugeborenen gerade bei diesem Thema wie Finanzen oder Wertschätzung oder ein Vertrag oder Liebe oder ein Nachricht oder ein Wechsel oder in rechtlichen Lagen. Diese Themen spiegelt etwas für die Wiedergeborenen. Sie sollen das auch erkennen, bewusst wahrnehmen. Und genau bei diesem Themen entsteht Unsicherheit, Unklarheiten bei Stiergeborenen und bei Fischengeborenen. Sie sollen intuitiv handeln oder etwas noch überprüfen oder Investitionen sind mit Risiken verbunden oder in die liebe Partnerschaft haben sie Unsicherheit. Und abwarten, weil das ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Handeln, das trifft die Steinbockgeborenen und die Krebsgeborenen. Wir brauchen immer eine Basis, ein Fundament, weil auf diesem Fundament können wir bauen, aber auch etwas gründen oder etwas Neues starten, aber wir sollen auch die Zeitqualität immer betrachten. Welche Tierkreiszeichen unterstützt es, etwas Neues zum Starten, etwas Neues beginnen, die Fundament schaffen oder etwas gründen? Das ist eine gute Energie für die Schützengeborenen, für Löwengeborenen, für Wiedergeborenen, für Wassermanngeborenen und für Waagegeborenen. Eine Unterstützung, Hilfe bekommen die Steinbockgeborenen und die Skorpiongeborenen. Und aktiv sein und es nicht verpassen, das trifft gerade die Zwillingsgeborenen. Etwas noch überprüfen, weil das ist sehr wackelig momentan, das sollen die Krebsgeborenen und die Stiergeborenen. Und abwarten, weil das ist nicht der richtige Zeitpunkt, das trifft die Jungfraugeborenen und die Fischengeborenen. Die inneren Gleichgewicht achten. Und auch in diesem inneren Kraft bleiben oder meditieren oder etwas ausgleichen. Diese Intuition oder Inspiration, das ist die beste Ratgeber gerade bei den Fischengeborenen. Im Allgemeinen gilt für uns alle, dass unserem Unbewussten viel aktiver ist und das bedeutet für uns alle auf unserem Intuition, unserem Träumen, auf diese Wahrnehmung vertrauen. Was bewusster ist, das kommt von außen eine Überraschung und diese Überraschung oder unerwartete Ereignisse trifft die Wiedergeborenen, die Schützengeborenen, die Löwengeborenen, die Zwillingsgeborenen und die Wassermanngeborenen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Die Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat das überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist
blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.